Im Elektronik-Tutorial Nummer 12 über Kondensatoren wird gezeigt, dass bei einem Kondensator die Wechselspannung dem Wechselstrom um 90 Grad nacheilt. Im Elektronik-Tutorial Nummer 13 über Spulen wird gezeigt, dass bei einer Spule die Wechselspannung dem Wechselstrom um 90 Grad voreilt. Bei einem ohmschen Widerstand haben dagegen Spannung und Strom stets die gleiche Phasenlage. Das kann man hier in den Liniendiagrammen und in den Zeigerbildern nochmal sehen. Das gilt unabhängig von der Frequenz. Der Betrag eines ohmschen Widerstandes ist ebenfalls unabhängig von der Frequenz. Die Beträge des kapazitiven Widerstandes XC und des induktiven Widerstandes XL sind jedoch frequenzabhängig. Beim Kondensator wird der Widerstand mit steigender Frequenz kleiner, bei der Spule größer. Das kann man hier in diesen Funktionsgraphen sehen. Die Wechselleistung bei einem ohmschen Widerstand ist immer positiv, da Spannung und Strom immer die gleiche Polarität haben und die Leistung ergibt sich ja als Produkt aus Spannung und Strom. Die Wechselleistung bei einem Kondensator und bei einer Spule ist abwechselnd positiv und negativ. Da Spannung und Strom abwechselnd gleiches Vorzeichen haben, dann ist die Leistung positiv, wie hier zum Beispiel, und ungleiches Vorzeichen, dann ist die Leistung negativ, wie hier zum Beispiel. Im zeitlichen Mittel ist die Leistung bei einer idealen Spule bzw. einem idealen Kondensator, das heißt also Spule und Kondensator ohne Verluste, null. Man nennt diese Leistungen deshalb auch Blindleistungen, denn die Leistung, die in einem Zeitabschnitt gespeichert wird in Form des elektrischen bzw. magnetischen Feldes, wird im nächsten Zeitabschnitt wieder abgegeben. Und deshalb heißen XC und XL auch Blindwiderstände. Die Frequenzabhängigkeit des Widerstandes von Kondensatoren und Spulen wird genutzt beim Bau von Filtern, die die Aufgabe haben, bestimmte Frequenzbereiche zu sperren oder durchzulassen. Der parallel geschaltete Kondensator in der linken Schaltung schließt hohe Frequenzen kurz, sodass nur niedrige Frequenzen zum Ausgang gelangen. Die Schaltung wird daher als Tiefpass bezeichnet. Der in Reihe geschaltete Kondensator in der rechten Schaltung lässt hohe Frequenzen durch und sperrt tiefe Frequenzen. Die Schaltung heißt deshalb Hochpass. Wie Verstärker, Leitungen, Transformatoren usw. zählen auch Filterschaltungen zu den vier Polen, weil sie zwei Eingangs- und zwei Ausgangsanschlüsse haben. Sie werden in der Regel nicht als detaillierte Schaltung, sondern als Blocksymbol dargestellt, wie hier und hier. In den Zeigerbildern ist UR in Richtung der waagerechten Achse gelegt. Also hier, hier, hier. Und hier und hier und hier, denn U2 ist ja in dieser Schaltung identisch mit UR. Dies ist auch die Richtung des Stromes, denn der ist ja gemeinsam durch beide Bauteile. Da die Spannung am Kondensator dem Strom um 90 Grad nacheilt, zeigt der Pfeil von UC senkrecht nach unten. Hier ist es U2 und hier eben UC. Der Spannungspfeil von UC ist umso kürzer, je höher die Frequenz ist. Die Frequenz, bei der R und XC bzw. UR und UC den gleichen Wert haben, wird als Grenzfrequenz bezeichnet.
Die Ausgangsspannung des Filters hat dann einen Wert, der nur noch 70% circa der Eingangsspannung beträgt. Dieser Wert ergibt sich durch Anwendung des Pythagoras-Satzes auf das gleichschenklige rechtwinklige Dreieck aus U1, UR und UC, also dieses hier bzw. dieses hier. Dabei entsteht der Faktor 1 durch Wurzel 2 und das ist ja etwa 0,7. Der Abfall auf 70% ist gleichbedeutend mit einer Dämpfung von 3 dB, also 3 Dezibel. Auf die Einheit Bel bzw. Dezibel wird später noch eingegangen. Da der Übergang zwischen Durchlassen und Sperren sehr fließend ist, sieht man ja in diesen Kurven hier, hat man durch die Definition der Grenzfrequenz einen greifbaren Wert geschaffen, der den Vergleich von Filtern ermöglicht. Bei diesen beiden Schaltungen wurden die beiden Kondensatoren in den Folienschaltungen durch Spulen ersetzt. Auch hier entstehen zwei Filter, nämlich links ein Hochpass, weil die Spule ja alle tiefen Frequenzen kurz schließt, und rechts ein Tiefpass, weil die Spule ja alle hohen Frequenzen sperrt. Bezüglich der Zeigerdiagramme und der Übertragungskurven gilt Ähnliches wie das, was bei den vorigen beiden Schaltungen schon gesagt wurde. Am Beispiel eines einstufigen RC-Tiefpassfilters, eines sogenannten Tiefpassfilters erster Ordnung, sollen die Begriffe Dämpfung und Flankensteilheit erklärt werden. Von Dämpfung spricht man, wenn das Ausgangssignal eines Vierpols, das heißt einer Doppelleitung, eines Filters, eines Verstärkers usw., so kleiner ist als das Eingangssignal. Ist das Ausgangssignal größer als das Eingangssignal, spricht man von Verstärkung. Während Verstärkungen häufig als Faktor angegeben werden, um den das Eingangssignal vergrößert wird, werden Dämpfungen meistens in der Einheit Bel bzw. Dezibel angegeben, wobei ein Dezibel der zehnte Teil eines Bel ist. Die Dämpfung L ist zunächst definiert als das zehnerlogarithmische Verhältnis von Ausgangs- zu Eingangsleistung, wie das hier in dem gelben Kasten angegeben ist. Da die Spannung U mit ihrem Quadrat in der Leistung enthalten ist, P gleich U Quadrat durch R, ergibt sich durch Anwenden der Rechenregeln für das Logarithmieren, L ist gleich 2 mal Logarithmus U2 zu U1, immer noch Einheit Bel. Normalerweise wird die kleinere Einheit Dezibel verwendet und dann kommt eben diese Formel zustande, 20 mal Logarithmus U2 zu U1 in Dezibel, in dB. Da P2 und P1 bzw. U2 und U1 jeweils die gleiche Einheit haben, ist Bel bzw. Dezibel keine Einheit im üblichen Sinne, die sich aus anderen Einheiten ergibt. Dämpfung und Verstärkung sind eigentlich dimensionslose Größen. Die künstlich zugeordnete Einheit, Bel oder Dezibel, weist nur auf die Bedeutung eines Zahlenwertes hin. Ist U2 größer als U1, ergibt sich beim Logarithmieren ein positiver Wert. Ist U2 kleiner als U1, also bei einer Dämpfung, ergibt sich ein negativer Wert. Bei in Reihe geschalteten Vierpolen, zum Beispiel mehrstufige Filter, Verstärker usw., so lassen sich infolge der Logarithmierung Verstärkungs- und Dämpfungswerte addieren bzw. subtrahieren. Obwohl Bel und noch mehr Dezibel sehr verbreitet und gebräuchlich sind,
gehören sie nicht zum internationalen SI-Einheitensystem. Zum SI-System gehört die weniger gebräuchliche Einheit Neper, die sich durch Logarithmieren mit dem natürlichen Logarithmus ln ergibt, wie das hier gezeigt ist. Und das ist dann der Zusammenhang zwischen einem Dezibel und einem Neper. Bei einem guten Filter sollte der Übergang vom durchlässigen in den sperrenden Bereich möglichst steil verlaufen. Diese Steilheit wird in Dezibel je Oktave angegeben. Wenn zwei Töne den Abstand von einer Oktave haben, dann heißt das, der höchste Ton hat genau die doppelte Frequenz des niedrigsten Tones. Für einen Tiefpass erster Ordnung, diese Schaltung hier mit einem Widerstand von 100 Ohm und einem Kondensator von 10 Mikrofarad und einer Eingangswechselspannung von 1 Volt, soll die Frequenzgangkurve errechnet werden. Das heißt, es soll der Verlauf der Dämpfung in Abhängigkeit der Frequenz bestimmt werden. Welche Formeln dazu notwendig sind, sieht man hier. Durch Anwendung der Formeln kommt man zu den einzelnen Werten hier in der Tabelle. Man sieht, dass zunächst die Dämpfung noch sehr gering ist und auch sehr gering ansteigt. Und erst wenn man mit der Frequenz weit über der Grenzfrequenz liegt, wie hier zum Beispiel diese beiden Werte, 1000 und 2000 Hertz, da beträgt dann schließlich die Dämpfung 6 dB je Oktave, denn das ist genau eine Oktave, dieser Abstand, 1000 und 2000 Hertz. Und die Differenz der beiden Dämpfungswerte ist ja genau 6 dB. Und das ist die typische Dämpfung, die typische Steilheit, die bei einem Filter erster Ordnung erreichbar ist. Bei einem Filter zweiter Ordnung addieren sich die Dämpfungen, wie schon gesagt wurde, und hier sind also maximal 12 dB erreichbar. Und schließlich bei einem Filter dritter Ordnung, da sind maximal 18 dB je Oktave erreichbar. Durch Hintereinanderschaltung eines Hochpasses und eines Tiefpasses lässt sich ein Bandpass konstruieren. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass die Grenzfrequenz des Tiefpasses, die hier mit FO bezeichnet ist, höher ist als die Grenzfrequenz des Hochpasses, die hier mit FU bezeichnet ist. Gleichgültig ist, ob zunächst der Hochpass und danach der Tiefpass kommt oder umgekehrt. In diesem Aufgabenbeispiel steuert ein Verstärker über eine Leitung und eine Frequenzweiche einen Lautsprecher an. Damit überhaupt eine eindeutige Rechnung möglich ist, werden diese beiden vereinfachten Annahmen getroffen, nämlich einmal, dass bei 2000 Hertz überhaupt keine Dämpfung vorliegt und dass der Dämpfungsanstieg ab dieser Frequenz linear erfolgt. Beides ist natürlich in der Realität nicht möglich. Die Formeln, die man zur Berechnung benötigt, stehen hier und der Lösungsweg ist hier dargestellt, sodass weitere Kommentare wohl nicht nötig sind. Hier sieht man aber nochmal bei der Leitung, die Dämpfung von 3 dB ist gleichbedeutend mit einem Faktor von 0,707, wie wir das an anderer Stelle ja schon gesehen haben. Die Parallel- oder Reihenschaltung eines Kondensators mit einer Spule nennt man Schwingkreis.
Der ideale Schwingkreis ist dadurch gekennzeichnet, dass er keine Verluste hat, also keinen ohmschen oder Wirkwiderstand, der einen Teil der elektrischen Energie in Wärme umsetzt. In der Praxis hat man es immer mit nicht idealen, also realen Schwingkreisen zu tun, die umso zufriedenstellender funktionieren, je kleiner die Verluste sind, beziehungsweise je höher die Güte Q des Schwingkreises ist. Warum nun der Name Schwingkreis? In der Schaltung wird bei Schalterstellung 1 der Kondensator auf den Wert der Batteriespannung aufgeladen. Wird der Schalter anschließend in Stellung 2 gebracht, so entlädt sich der Kondensator über die Spule. Wie schon im Elektronik-Tutorial 13 über Spulen gezeigt, versucht eine Spule immer, einer Veränderung des Spulenstromes entgegenzuwirken. Deshalb ist der Spulenstrom zunächst klein und erreicht ein Maximum, wenn der Kondensator völlig entladen ist. Die Spule versucht, diesen Strom aufrechtzuerhalten, sodass der Kondensator sich anschließend mit umgekehrter Polarität auflädt und der Strom wieder zu Null wird. Danach entlädt der Kondensator sich wieder, jetzt mit umgekehrtem Entladestrom und so weiter. Die elektrische Energie wandert also ständig zwischen dem elektrischen Feld des Kondensators und dem magnetischen Feld der Spule hin und her. Diesen Vorgang bezeichnet man als Schwingen, wie das eben zum Beispiel auch bei einem Uhrenpendel der Fall ist, wo die Energie ja ständig von Lageenergie in Bewegungsenergie umgeformt wird. Die Spannungen und Ströme am Kondensator und an der Spule haben Sinusform. Und zwar eilt der Kondensatorstrom der Kondensatorspannung um 90 Grad voraus, während der Spulenstrom der Spulenspannung um 90 Grad nacheilt. Das wird im Elektronik-Tutorial Nummer 12 und im Tutorial Nummer 13 gezeigt. Beim realen Schwingkreis kommt der Energieaustausch, also der Schwingvorgang, schließlich zum Stillstand, weil die Energie infolge der Verluste immer kleiner wird. Ähnlich wie bei einem Pendel, das nicht wieder angestoßen wird, sondern nur am Anfang ein einziges Mal. Aus der gedämpften Schwingung wird jedoch eine ungedämpfte Schwingung, wenn sie immer wieder neu angestoßen wird. Beim Uhrenpendel durch ein Zahnrad. In der Schaltung hier durch ein periodisches Wechseln der Schalterstellung. Ein Reihenschwingkreis hat einen Gleichstromwiderstand von unendlich, weil der Kondensator keinen Gleichstrom durchlässt. Ein Parallelschwingkreis hat einen Gleichstromwiderstand von 0, weil die Spule für Gleichstrom einen Kurzschluss darstellt. Mit steigender Frequenz F bzw. Omega steigt der Widerstand der Spule gemäß Formel linear an, während der Widerstand des Kondensators gemäß Formel abnimmt. Die Kurvenform ist eine Hyperbel. Dieses Verhalten wird durch diese Diagramme dargestellt. Für den Reihenschwingkreis gilt, durch Addition der beiden Kurven für XL und XC erhält man den Gesamtwiderstand Z. Das ist die braune Kurve. Hier. Im Zeigerbild der Widerstände ist der Zeiger von XC immer nach unten gerichtet. Das ist dieser rote Zeiger hier, hier und hier. Der Zeiger von XL immer nach oben. Das wäre also der blaue Zeiger hier,
hier und hier. Und zwar beide jeweils um 90 Grad gegenüber der waagerechten Achse. Bei niedrigen Frequenzen ist XC größer als XL, so dass der Summenzeiger des Gesamtwiderstandes Z nach unten zeigt, der Schwingkreis also kapazitives Verhalten hat. Bei hohen Frequenzen hat der Schwingkreis entsprechend induktives Verhalten. Bei einer ganz bestimmten Frequenz haben XC und XL den gleichen Wert, sodass Z gleich 0 ist. Diese Frequenz heißt Resonanzfrequenz. Es ist die Eigenfrequenz des Schwingkreises, mit der er schwingt, wenn er angestoßen wird, so wie auch ein Pendel immer mit der gleichen Frequenz schwingt, wenn man es anstößt und dann frei schwingen lässt. Diese Frequenz lässt sich nach der im gelben Kasten abgeleiteten Formel berechnen. Für den Parallelschwingkreis gilt Entsprechendes, nur dass es hier sinnvoll ist, mit den Leitwerten statt mit den Widerständen zu arbeiten. Das ergibt nämlich eine einfachere und übersichtlichere Rechnung. Für Blindleitwerte wird der Buchstabe B verwendet und für den komplexen Gesamtleitwert der Buchstabe Y. Für die Resonanzfrequenz ergibt sich die gleiche Formel wie beim Reihenschwingkreis. Aus dem Verlauf der Funktionsgraphen für Z und Y ist zu erkennen, dass ein Reihenschwingkreis bei der Resonanzfrequenz den Strom durchlässt, ein Parallelschwingkreis jedoch sperrt den Strom. Zum Verständnis dieser Filterschaltungen muss man nur wissen, in Reihe geschaltete Spulen lassen tiefe Frequenzen besser durch als hohe. Parallel geschaltete Kondensatoren schließen hohe Frequenzen eher kurz als niedrige. Parallel geschaltete Spulen schließen tiefe Frequenzen eher kurz als hohe. Und schließlich in Reihe geschaltete Kondensatoren lassen hohe Frequenzen besser durch als niedrige. Hier nun eine Dreiweg-Lautsprecherweiche, die den Frequenzbereich in drei Bereiche aufteilt, nämlich einmal den Tieftonbereich für den Tieftöner. Die Spule lässt nur tiefe Töne durch, der Kondensator schließt die hohen Töne kurz. Der Mitteltöner wird durch einen Bandpass versorgt und schließlich der Hochtöner, der über einen Hochpass versorgt wird, nämlich der Kondensator lässt die hohen Töne durch und die Spule schließt tiefe Töne kurz. Für diesen Reihenschwingkreis soll die sogenannte Resonanzkurve berechnet und gezeichnet werden. Der Widerstand R steht für die Verluste des Schwingkreises. Hierzu wird die Ausgangsspannung U2 in Abhängigkeit von der Frequenz berechnet. Die Eingangsspannung soll konstant 10 Volt sein. Für die in der Tabelle vorgegebenen Frequenzen werden zunächst die Werte des Gesamtwiderstandes Z bestimmt. Mit Hilfe von Z lassen sich die Werte des durch alle Bauteile fließenden Stromes I ermitteln und schließlich kann man die Teilspannung UR gleich U2 berechnen. Das alles soll für zwei verschiedene Werte von R geschehen, nämlich für R gleich 0,5 Kiloohm und für R gleich 5 Kiloohm. Die nötigen Formeln lassen sich leicht aus den Zeigerbildern nachvollziehen. Die Resonanzfrequenz ergibt sich nach der bekannten Formel,
mit Fres oder F0 gleich 75,9 kHz. Alle berechneten Zwischen- und Endergebnisse sind in der Tabelle eingetragen. Aus dem vierten Zeigerbild erkennt man, also aus diesem hier, dass die Grenzfrequenzen, eine oberhalb und eine unterhalb der Resonanzfrequenz, vorliegen, wenn der Blindanteil von Z, nämlich XL minus XC, betragsmäßig, gleich R ist. R ist dann 70% von Z, betragsmäßig, und entsprechend ist U2 70% von U1. Hier sind nun die soeben berechneten Werte in ein Diagramm umgesetzt worden. Es wird die sogenannte normierte Darstellung verwendet, das heißt, es wird auf der senkrechten Achse nicht die Spannung U2 aufgetragen, sondern der normierte Wert, der entsteht durch Division von U2 durch U1. Diese Art der Darstellung hat den Vorteil, dass der Kurvenverlauf unabhängig von der tatsächlich verwendeten Spannung ist und somit leichter mit anderen Kurven verglichen werden kann. Eine Eigentümlichkeit dieser Darstellung ist auch, dass der Maßstab auf der waagerechten Achse logarithmisch ist. Diese Art der Achsenaufteilung verwendet man häufig in der Nachrichtentechnik, in der Regelungstechnik und so weiter. Sie hat den Vorteil, dass sehr große Wertebereiche auf der Achse darstellbar sind. Außerdem wird bei vielen Kurven der typische Verlauf deutlicher als bei Verwendung eines linearen Maßstabes. Zum Kurvenverlauf. Bei der Resonanzfrequenz ist die Ausgangsspannung am größten. U2 zu U1 ist dann gleich 1. Für den kleineren Wert von R, geringere Verluste, ergibt sich eine deutlich schmalere Kurve als für R gleich 5 Kiloohm. Bei U2 durch U1 gleich ca. 0,7 kann man die Grenzfrequenzen ablesen, die bei R gleich 500 Ohm deutlich enger beieinander liegen als bei R gleich 5 Kiloohm. Damit ergibt sich als Differenz der beiden Grenzfrequenzen bei R gleich 500 Ohm eine wesentlich kleinere Bandbreite als bei R gleich 5 Kiloohm. Der Schwingkreis mit den kleineren Verlusten kann also viel besser eine Frequenz, nämlich die Resonanzfrequenz, aus einer Vielzahl von Frequenzen herausfiltern als der mit den größeren Verlusten. Die Qualität eines Schwingkreises wird beschrieben durch die Güte bzw. den Gütefaktor Q, und der ergibt sich als F-Resonanz oder F0 dividiert durch B durch die Bandbreite. Und aus dieser Formel erkennt man auch, je kleiner die Bandbreite im Verhältnis zur Resonanzfrequenz ist, umso größer ist die Güte und umso besser bzw. trennschärfer ist der Schwingkreis. Die Grenzfrequenzen lassen sich natürlich auch berechnen, die Formeln sind aber relativ aufwendig und die Ablesemethode bietet normalerweise eine hinreichende Genauigkeit. Dieser einfache Rundfunkempfänger wird seit vielen Jahren in den unterschiedlichsten Versionen als Bausatz für Elektronikbastler angeboten. Da er ohne Batterie und ohne Verstärker auskommt, ist seine Empfangsleistung natürlich eher bescheiden. Ein Sender lässt sich nur empfangen, wenn der Sendemast in der Nähe steht. Aber man kann die grundsätzliche Funktionsweise einer Empfangsschaltung mit Hilfe dieses Empfängers leicht nachvollziehen. Über die Antenne wird ein breites Frequenzgemisch eingefangen. Der Parallelschwingkreis schließt alle Frequenzen kurz bis auf die Resonanzfrequenz. Diese Frequenz wird dann durch die Diode gleichgerichtet und diese gleichgerichtete
amplitudenmodulierte Hochfrequenz liegt als Spannung am Hörer. Der Hörer ist jedoch viel zu träge, um den Schwingungen der Hochfrequenz zu folgen. Er wirkt als Tiefpass und filtert die Trägerfrequenz aus, so dass nur die niederfrequente Tonfrequenz übrig bleibt und Töne im Hörer erzeugt. In diesem Aufgabenbeispiel wird zum Schluss die bekannte Formel für die Resonanzfrequenz eines Schwingkreises verwendet. Man stellt die Formel entweder nach C oder nach F0 um und erhält so die Lösungen für A und B. Ein Oszillator hat die Aufgabe, ungedämpfte, in der Regel periodische Schwingungen zu erzeugen. Ungedämpfte Schwingungen in mechanischen oder elektronischen Systemen sind nur möglich, wenn von außen Energie zugeführt wird. Ein Oszillator setzt also Gleichstromleistung in Wechselleistung um. Damit eine dauerhafte Schwingung entsteht, muss ein Teil des Oszillator-Ausgangssignals zum Eingang der Schaltung zurückgekoppelt werden, und zwar so, dass das Ausgangssignal unterstützt wird. Es muss also eine Mitkopplung vorliegen. Eine Gegenkopplung bewirkt eine Stabilisierung des Arbeitspunktes, verhindert also eine Schwingung, wie das im Elektronik-Tutorial Nummer 8.3 Arbeitspunktstabilisierung gezeigt wird. Außerdem muss das rückgekoppelte Signal stark genug sein. Es muss also sowohl die sogenannte Phasenbedingung erfüllt sein, das heißt, die Phasenverschiebung vom Eingang zum Ausgang und wieder zurück zum Eingang muss 0 Grad oder ein Vielfaches von 360 Grad sein. Als auch muss die Amplitudenbedingung erfüllt sein, nämlich die Kreis- oder Ringverstärkung muss größer als 1 sein. Die Kreis- oder Ringverstärkung ist das Produkt aus Spannungsverstärkung des Verstärkers und Rückkopplungsfaktor. Sind diese Bedingungen erfüllt, kommt es beim Auftreten des Einschaltimpulses zu einem gleichmäßigen Schwingen. Bei dem dargestellten Phasenschiebergenerator ist die Amplitudenbedingung jedenfalls erfüllt, da die Rückkopplung praktisch verlustfrei erfolgt. Die Phasenbedingung wird durch die drei RC-Glieder erfüllt, diese hier, von denen jedes eine Phasenverschiebung von 60 Grad bewirkt. Zusammen mit den 180 Grad der Emitterschaltung ergeben sich dann 360 Grad. Alle drei Widerstände R und alle drei Kondensatoren C müssen gleiche Werte haben. Wie man aus den Zeigerbildern der Widerstände und Spannungen erkennt, ergibt sich der Phasenwinkel von 60 Grad nur für eine einzige Frequenz. Nur für diese Frequenz F0 sind die beiden Schwingungsbedingungen erfüllt. Und bei dieser Frequenz gilt, der Betrag von Z ist zweimal so groß wie R. Mit diesem Ansatz lässt sich dann nach einer sehr komplizierten Rechnung die oben angegebene Näherungsformel ableiten. Hier sind drei wichtige Oszillator-Grundschaltungen dargestellt: der Meissner, der Kolpitz und der Hartley-Oszillator, die es in vielen verschiedenen Versionen gibt. Frequenzbestimmende Glieder sind hier keine RC-Glieder, sondern Schwingkreise bzw. ein Quarz. Quarze werden eingesetzt, wenn es auf besonders hohe Frequenzstabilität ankommt.
In allen drei Schaltungen wird das Ausgangssignal so zurückgekoppelt, dass die Phasenbedingung erfüllt ist. Arbeitet der Oszillator in Emittergrundschaltung, hier der Meissner und Hartley-Oszillator, müssen die 180 Grad der Emitterschaltung durch die Rückkopplung kompensiert werden. Die mittlere Schaltung, der Kolpitz-Oszillator, arbeitet als Basisgrundschaltung, so dass die Rückkopplung hier ohne Phasenverschiebung erfolgen muss. Die Basisgrundschaltung wird verwendet, wenn ein Oszillator mit besonders hoher Frequenz schwingen soll, wie das im Elektronik-Tutorial Nummer 8.3 ab etwa 24 Minuten 20 Sekunden gezeigt ist.